Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Jan Kappen. Hallo, und mein Name ist Nils Kappen. Und in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie wir ein Zertifikat für unseren IIS erstellen auf dem Domain-Controller, wie wir die ADFS 2.0-Konfiguration durchführen und wie wir uns danach mit der PowerShell verbinden und die Domäne, die wir ausgewählt haben, in dem Office 365 als die Domäne für das Hybrid-Szenario auszuwählen. Wenn wir das Zertifikat erstellen wollen mit dem Internet Information Service, dann brauchen wir dazu eine PKI, das heißt eine Zertifizierungsstelle. Die haben wir noch nicht und wir beginnen mal mit der Installation. Das Ganze funktioniert unter den Rollen. Dort fügen wir eine neue Rolle hinzu und nehmen hier die Active Directory Zertifikatsdienste. Nach einem Klick auf Weiter beginnt die Einrichtung. Wir nehmen hier nur die Zertifizierungsstelle. Bei Unternehmen oder eigenständig wählen wir Unternehmen aus und nehmen eine Stammzertifizierungsstelle. Wir erstellen einen neuen privaten Schlüssel, weil wir noch keinen haben. Und dieser Schlüssel ist 2048 Bit lang. Das ist soweit in Ordnung. Die Benamung bleibt gleich. Wir wählen aus, wie lange das Stammzertifikat gültig ist. Das ist alles soweit in Ordnung und dann können wir die PKI direkt installieren. Wenn Sie die PKI für weitere Zwecke nutzen wollen oder mehr vorhaben, dann sollten Sie sich mit dem Thema ausführlichst befassen. In diesem Fall ist es nur für diese Demo gemacht, von daher können wir da im Prinzip die Grundgeschichte nehmen. Wir sehen hier, wir haben die PKI bereits installiert, sie ist vorhanden. Und wir können sie nutzen. Ich gehe nun in den Internet Informationsdienste Manager rein und auf unserem Server gibt es hier unten unter IIS den Bereich Serverzertifikate. Wenn ich hier reingehe, sehe ich bereits, dass ein Zertifikat ausgestellt wurde. Das ist das, was gerade bei der Installation von der PKI installiert wurde. Und ich gehe jetzt hier oben auf Domain-Zertifikat erstellen und trage dort die Informationen ein, die in dem Zertifikat enthalten sein sollen. In unserem Fall nenne ich das Zertifikat adfs.it-solutions.local. Die Organisation ist der Name der Firma. Die Organisationseinheit ist da, wo wir uns befinden. Und Ort ist klar, Bundesland auch. Nach einem Klick auf Weiter kann ich hier meine Zertifizierungsstellen auswählen. Und wir sehen hier, dass es die PKI ist, die ich gerade erstellt habe. Nach einem Klick auf OK taucht sie hier drin auf. Ich kann auch einen Anzeigenamen wählen. Dieser Anzeigename nenne ich gleich wie die URL, die enthalten ist. Und nach einem Klick auf Fertig sehe ich hier, dass dieses Zertifikat erstellt wurde. Ich kann nun in meine Sites reingehen und kann die Default-Website rechts über Bindungen bearbeiten. Ich sehe, momentan habe ich nur eine HTTP-Bindung. Hier füge ich eine neue Bindung hinzu mit HTTPS und als Serverzertifikat nehme ich das gerade schon erstellte adfs.it-solutions.local. Wenn ich mir das anzeigen lasse, sehe ich, wie lange es gültig ist, wann es ausgestellt wurde und so weiter. Mit OK bestätige ich das Ganze und wir starten danach einmal die Dienste neu. So, und jetzt sollten wir drauf kommen. Wir haben allerdings aktuell noch das Verhalten, dass wir den DNS-Eintrag ADFS noch nicht erstellt haben. Das heißt, wenn wir bei uns in dem Server gucken, dann gibt es hier die einzelnen IP-Adressen und DNS-Einträge für die Server, die wir bereits erstellt haben. Aber es gibt noch kein ADFS. Das erstellen wir und lenken es auf unseren VADDC, also unseren virtuellen Active Directory Domain Controller. Wir erstellen dazu einen neuen CNAME und der Alias-Name ist unser
angesprochenes ADFS. Wir sehen hier, dass sich das in adfs.it-solutions.local wandelt. Und der Zielhost, wir können entweder durchsuchen oder wir nehmen hier direkt den Namen vaddc.it-solutions.local. Und schon ist er drin. Das heißt, wenn wir jetzt mal einen Browser öffnen und auf uns selber draufgehen mit https adfs.it-solutions.local, dann sehen wir, wir bekommen unsere IIS-7-Seite und er meckert auch nicht wegen dem Zertifikat, weil er kennt sowohl Zertifikat als auch auszustellende CA, die wir erstellt haben. So, als nächstes führen wir die Konfiguration von dem ADFS 2.0 durch. Das Ganze haben wir ja schon installiert in dem vorherigen Video und jetzt erstellen wir eine Konfiguration. Nachdem wir den ADFS 2.0, also nachdem wir die ADFS 2.0 Verwaltung gestartet haben, können wir hier einen Konfigurationsassistenten für den ADFS 2.0 Verbundserver erstellen. Und wenn wir drauf geklickt haben, fragt er uns, was wir planen, und wir können entweder einen neuen Verbunddienst erstellen oder wir fügen diesen Verbundserver zu einem bestehenden hinzu. Wir wählen einen neuen. Jetzt fragt er uns, ob wir eine neue Verbundserver-Farm erstellen wollen oder ob wir einen eigenständigen Verbundserver installieren wollen. In diesem Fall ist es ein eigenständiger Verbundserver. Je nach Anforderung an die Verfügbarkeit und so weiter sollten Sie überlegen, ob Sie eventuell eine Verbundserver-Farm erstellen. Hiernach wählt er das Zertifikat aus. Wir können auch nichts auswählen oder ähnliches, sondern er nimmt direkt das, was ich gerade erstellt habe. Bei Ansicht sehen wir wieder, das ist das, was ich erstellt habe und wie lange es gültig ist und so weiter. Nach einem Klick auf Weiter bekommen wir bereits die Zusammenfassung und wenn wir nochmal weiter bestätigen, dann beginnt schon die Einrichtung von dem ADFS 2.0. So, damit ist die Einrichtung von dem ADFS abgeschlossen. Wir können jetzt mit Schließen den Wizard beenden und ab jetzt übernimmt mein Kollege und zeigt euch, wie wir die Domäne zu dem Office 365 Portal hinzufügen und für das Hybrid-Szenario fertigstellen. Ja, wie bereits angekündigt, werde ich nun unsere Domäne it-solutions.eu via PowerShell zu einer Federated-Domäne konvertieren. Dazu nutzen wir die PowerShell. Ich öffne diese als Administrator. Die Befehle, die dazu benötigt werden, habe ich im Vorfeld bereits herausgesucht. Ich öffne das einmal. Im ersten Schritt geben wir einer Variable, in diesem Fall Qued, unsere Anmeldedaten mit. Im nächsten Schritt verbinden wir uns zu den Microsoft Online Services und melden uns wiederum mit unserer Variable an. Und anschließend konvertiere ich die it-solutions.eu zu einer Federated Domain. Die einzelnen Befehle werden auch in unserem Artikel noch einmal aufgelistet mit der genauen Erklärung. Wichtig ist, dass wir bei der Konvertierung der Domain bei den Anmeldedaten nicht die Credentials benutzen, die die Domäne hat. Das heißt, wenn wir jetzt administrator@it-solutions.eu genommen hätten, dann laufen wir in einen Fehler und können diese Domäne nicht hinzufügen. Das heißt, man muss die administrator@ und dann diese on-microsoft-Adresse nehmen, alternativ mit einer dritten Domain, die man dann in dem Portal hinzugefügt hat. Nachdem die Domäne erfolgreich aktualisiert wurde, prüfen wir das Ganze, indem wir uns auf www.office365.de anmelden. Das mache ich wiederum mit unseren Administratordaten. Im Portal angemeldet schauen wir unter Domänen. Prüfen jetzt die IT-Solutions EU-Domäne und sehen hier, dass der Domänentyp nun auf einmaliges Anmelden konfiguriert ist. Das bedeutet,
Die ersten Schritte für Single Sign-On sind geschehen und das weitere Vorgehen werden in anderen Videos beschrieben. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.